Also laut Toad und den Infoboxen hier im Spiel befindet sich ja die Prinzessin hinter dieser Tür. Mit 8 Sternen können wir dahin. Dann ist das Abenteuer wahrscheinlich schon vorbei. Gucken wir mal. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Wir haben schon bald das Fünffache. Da ist Peach. Nein, es ist Bowser. Mit Stil bin ich reingeglitten in Bowsers Schattenwelt. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Ja, was gibt's denn auf meinen ulkigen Füßen? Eine kleine Bosswelt. Eine Falle. Aber ich nehm's nicht persönlich. Bowser, es ist dein Job. Und da haben wir schon mal einen richtig schönen, bösen Fail. Nicht schön. Kann passieren, kann passieren. Ich nehme das jetzt nicht persönlich, ja? Ein bisschen schon. Bowser hat's mir gezeigt. Aber dann mache ich gleich direkt seriös weiter. Na gut, dann mache ich das jetzt so, mache ich das halt einzeln. Ich bin hier immer ein bisschen hektisch, weil dieser Schalter betätigt gleich 2 Blöcke, der wird zu roten Münzen können. Die hier ist ein bisschen böse versteckt. Muss man ja zugeben, muss man ja zugeben. Und wenn man die zusammen macht, wird es meistens ein bisschen knapp. Das hatte ich vor. Ihr habt ja gesehen, wie es ausging, das Desaster. Wenn man angefackelt wird, man hat viele Optionen, aber da hatte ich nicht so viele. Hatte ich leider nicht so viele. Gehe ich doch den richtigen Weg. Also ich will einerseits immer die Abkürzung zeigen, aber andererseits auch den richtigen Weg zeigen, wenn hier nichts ist. Vollständigkeitshalber. Mhm. Hallo Gumbas, bewacht ihr ein extra Leben, ja? Aufmacht ihr das. Weitermachen. Ich werde dir irgendwann befördert. Glaubst du selbst nicht. Aufpassen, hier wird ein Mario gebrutzelt und gegrillt. Klempner am Spieß, geröstet und mariniert. Ja, Münzen. Also die normalen Münzen bringen mir hier nichts. Ihr könnt weder 100 zusammenkriegen, noch würden sie euch was bringen. Keine Ahnung, ob man irgendwo 100 Münzen zusammenkriegen soll, wo es nichts dafür gibt, aber... Ja. Ist auf jeden Fall nur aus energietechnischen Gründen eingebaut. Und für die Optik wahrscheinlich. Weil im Mario-Spiel sollten Münzen drin sein. Das ist Gesetz. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben von der Krankenkasse. Noch so ein Ding. Oh, Kamera. Ich habe hier irgendwas mit der Kameraeinstellung, deswegen mach ich mit der Kamera gerade nicht so viel rum. Er macht rum mit der Kamera. Heide Witzka! Nummer 7. Fehlt nur noch ein kleines Münzchen. Und das hätten wir. Boah, box ich in Abgrund. Naja, obwohl, die boxen mich noch in Abgrund, wenn es so weitergeht. Wenn es so weitergeht. Das war knapp. Darf ich kurz mal Luki Luki machen? Nein, eher nicht. Doch. Jetzt habe ich schon den Sprung angesetzt. Was? Fail ist. Hey, ich konnte mich retten. Was habt ihr eigentlich für Probleme? Ich musste einfach aufhören zu drücken. Wenn ich jetzt versuche, mich zu retten, das wäre es gewesen. Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas habt ihr mir heute wieder in den Kaffee getan. Ich trinke keinen Kaffee, aber... Hat sich gerade so gut angehört. Stimmt. Spring stylisch in die Röhre. Zum Glück habe ich dran gedacht. Diesmal. Heute ist nicht aller Tage. So, widmen wir uns ihm. Ha, ha, ha! Hier kommt... Klobiger Pixel-Bowser! Pixel hat das jetzt nichts zu tun. Ja. Wie nennt man das? Klobiger Polygon-Bowser. Tja, Mario Peschka, die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch nicht bald so sein. Dir wird dir niemals gelingen, es mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ich dran denke, wie die kurz zuvor in Mario RPG noch so gut aussahen. Peach und Bowser. Und jetzt sehen sie so aus. Upsa. Ich bin draußen. Das ist... Ja, heute was war... Irgendwas war in meinem Kakao.
Viele, die das Spiel natürlich nicht in der Kindheit hatten oder so, fragen sich immer, wie mache ich den Bowser? Ja, von hinten greifen, B drücken und dann auf die Kugel schmeißen, was hier irgendwie nicht gelingt. Eigentlich ist der Kampf in Sekunden vorbei. Am besten wartet ihr, bis er irgendwie so abspastet wie gerade oder Feuerspeiter, aber es geht natürlich auch so. Mensch, wenn ich jetzt nicht treffe, dann gebe ich jeden Abonnenten eine Limo aus. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich mich noch ausreden kann, aber mir fällt nichts ein. Also ich schulde jetzt offiziell jedem von euch eine Limo. Was ist denn los? Das geht doch nicht. Das kann sie nicht bringen. Ich bin irgendwie... Da, mach's so. Und... Puh. Auf die Gurgel gesprungen. Ja, ich muss mit ihm reden, dafür muss ich ihn irgendwie... Ah, offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber schau noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht doch, wenn ich so weitermache. Oh yeah! Ich werde so viel an Limo zahlen müssen. Also ich schulde euch jetzt eine Limo. Wenn ich euch die gebe, bleibt mir überlassen, alles klar? Sprechen uns wieder beim nächsten Mario 64 Let's Play. Ja, so machen wir das. Beim nächsten Mario 64 Let's Play, was noch Jahrzehnte auf sich warten lassen wird, hoffentlich, wahrscheinlich, werde ich es wieder machen. Und ich würde sagen, wenn ich Bowser jetzt im First Try schaffe, dann schulde ich euch keine Limo mehr. Denkt an meine Worte. Ich denke wahrscheinlich nicht dran. So, der Schlüssel ist aber nicht dafür, was sehr offensichtlich wäre, sondern für hier unten. Sondern für hier unten. Oh yeah. Da gibt es jetzt weitere Welten. Welt 6, 7, 8 und so weiter. Und auch Welt 9. Aber ich werde mich um was anderes kümmern. Die Schalterpaläste. Wenn hier nicht ein Hase rumschwirrt. Es könnte gut sein, dass das der Fall ist. Übrigens, der Hase hier, der war übrigens programmiert, irgendwas auszutesten. Und die fanden den ja so knuffig, dass sie dem noch wirklich irgendeine Rolle gegeben haben. Was? Hey, du Rüpel, ich bekomme hier blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Es wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste, aber ich bin in Eile. Also, nimm ihn und lass mich runter. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Okay, Rabbit. Wir sprechen uns das nächste oder übernächste Mal. Warum hat der Hase keine Pfoten? Warum hat er keine... Dem fehlt was! Dem fehlt was, armer Bursch. Armer Bursche. Was machen wir jetzt? Stern an Land holen, oder? Will ich hier hin? Ja, ich will hier hin. Weil hier gibt's auch einen Stern. Achte auf deine Mütze. Solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwerer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowsers Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, ihn diesen Stern abzujagen. Viel Glück! Ein Stern geschenkt. Einfach mal so. Warum nicht? Danke, Toad. Mhm. Die Nummer 40. Jetzt machen wir eine Kleinigkeit. Und zwar gehen wir in diese Welt, obwohl wir hier noch nicht hin sollten. Oder? Ist doch Welt 6. Ja, stimmt. Wir können hier hin. Das ist kein Ding. Aber es gibt jetzt zwei Schalterpaläste, die wir ab jetzt auch betreten und erreichen können. Und ich würde die sehr gerne machen. Die Schalterpaläste selbst sind auch immer wieder verbunden mit einem Stern durch 8 rote Münzen. Wie schon gesehen beim roten Schalterpalast. Allerdings muss man sie erstmal finden. Der grüne hier, der ist für meine Begriffe am besten versteckt. Kann man sagen. Man muss in dieser grünen Giftgrotte der 6. Welt einen bestimmten Weg gehen. Oh,
mache ich das doch direkt mal. Im Turboschritt. Ihr seht, hier gibt es noch mehr Sterne und alles Mögliche. Alles, was das Herz begehrt, ja. Die Musik ändert sich. Mystisch geht's hier zur Sache. Denn hier versteckt sich das Ungeheuer von Loch Ness. Haha. Erstmal Tierquälerei betreiben. Auf den Kopf. Und ihr steuert ihn dann so. Ja, wo ihr hinguckt, da schwimmt er hin. Und ihr wollt hier hin. Glaubt mir, ihr wollt hier hin. Danke, Nessie. Bis zum nächsten Mal. Denn diese Tür führt in ein miefiges Reich. Genau hierhin. Tbung. Ringfrei für Metal Mario. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken, löst ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titanenkappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Das klingt doch Knorke. Tschüss, Mann. Das sind 8 rote Münzen. Ich sollte mich beeilen. Weil ich es nicht mit dem ersten unbedingt schaffen muss, ja. Erster Versuch hier. Ein Leben hinter Gittern, da bleibst du auch da. Hast du mich irgendwas angestellt? Erstmal das Geschäftliche. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titanenkappe einsetzen und Unbesiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du den Spielstand speichern? Warum nicht? Warum nicht? Immer gerne doch. 4 der roten Münzen. Komme ich ja durcheinander hier. Mützen, Münzen, alles. Befinden sich an der Oberfläche, habt ihr gesehen. Und 4 unten. Metal Mario, Kult. Einfach nur Kult. Auch ein Smash Bros. Kam ja gut an. Aber dann durfte jeder eine Metal Cup aufsetzen. Dann war es nicht mehr so kultig. Peace, yo! Allerdings werden wir... Nee, hier nicht. Ja, wenn wir da die falsche Abbiegung genommen hätten, dann wären wir aus dem Wasserfall im Schloss Garten ganz vorne rausgefallen. Wir haben noch genug Zeit. Das freut mich, das freut mich. Dann machen wir noch den anderen Schalterpalast. Der befindet sich nämlich erstmal gar nicht so weit weg. Einfach durch die nächste Tür. Das kleine private Schwimmbad von Peach. Sowas hätte ich auch gerne. So ein Haus mit einem Keller und wo ein Swimmingpool drin ist. Alter, würde ich dort chillen. Also ihr wisst Bescheid. Gebt mir Daumen hoch. Damit die Videos hier mehr in den Suchergebnissen stehen. Dann krieg ich vielleicht mehr YouTube-Money und kann mir sowas leisten. Spaß. Daumen hoch geben übrigens kein Geld. Deswegen habe ich mich jetzt so unförmig ausgedrückt. Mir fiel gerade nichts Besseres ein als Daumen hoch, aber die geben kein Geld, falls es jemand glaubt. Ihr müsst hier die beiden Säulen einstampfen, auch etwas, auf das man nicht unbedingt kommen kann. Steht zwar da an der Seite, aber ich war ja vor allen Dingen früher ein notorischer Schild-Nichtbeachter. Jetzt ist hier im Schlossgarten das Wasser weg. Ihr kommt deswegen auch sehr schwer an die Münzen hier ran. Sehr schwer bis gar nicht. Aber das hier ist auf. Mario 64, der ist nicht. Da müsst ihr mehr tun. Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den blauen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Gewände gehen und Gegner ungesehen ausweichen. Das gefällt mir. Aber wir müssen einen anderen Blickwinkel wählen, weil ich jetzt nicht weiß. Hier gibt es nämlich rote Coins. Mhm. Und die sieht man kaum. Ganz hellseherische Fähigkeiten habe ich jetzt auch nicht. Ich habe schon hellseherische Fähigkeiten, aber ich bin ein bisschen beschränkt. Ich bin ja generell etwas beschränkt und sehe auch hier nichts. So. Das waren die ersten 4. An und für sich hat dieser Schalterpalast jetzt doch nicht so viel mit den Fähigkeiten der einzelnen Kappen zu tun. Ne? Also die blaue, die rote schon. Die andere auch, aber der hier, naja, geht so, ne? Einfach nur ein Parcours. Mhm. Geduld und Spucke, die drehen sich da so komisch um, da kann man ganz schnell die Quittung kriegen und würde es sehr gern schaffen, das wäre schon formidabel.
Erstmal aktivieren. Den Schinken. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Block behindert eine dieser Mützen. Willst du speichern? Klaro. Jetzt haben wir hier immerhin ein kleines Gitterchen. Ihr könnt zwar alle roten Münzen bekommen, aber ohne Tarnkappe wisst ihr nicht, wie ihr hinkommt. Oh, eine Tüte Mitleid. Ich kann auch direkt vorbeispringen. Also Vorsicht. Alles mit Vorsicht zu genießen. Damit sind wir voll ausgerüstet. Alle Moves, die wir brauchen im Spiel, haben wir jetzt. Das heißt, ich würde jetzt in diesem Part gerne noch nachholen, was wir bisher liegen lassen mussten. Mit schwerem Herzen. Denn ich beende meine Welten immer sehr gerne, sehr schnell. Und sehr gut. Lass mich nachdenken. In der ersten Welt, das konnten wir mit der Flugkappe nachholen. Die zweite Welt komplett gelöst. Die dritte, da fehlt noch eine Kleinigkeit. Mit der Metallkappe. Und Bibberberg Bob konnten wir auch komplett lösen. Nur Big Boos Burg, da müssen wir die Tarnkappe noch einsetzen. Jo, das passt dann. Könnte ihr so passen, was? Ich bin jetzt mal diesen Weg gegangen, ne? Haben wir das auch mal gesehen. Alles sehr verwinkelt. Was bringt denn eigentlich ein Schloss, das nur aus Gängen besteht? Und in den Räumen ist nichts drin, außer Gemälde. Ich meine, ja, jedem sein Geschmack, ne, aber... Ich meine ja nur. Ist ja nur so ein Gedankengang. Ein Anstoß. Alter, das muss wehgetan haben. Wenn du mit so einer Wucht hier so gegen so einen Backstein schlägst, ey. Ist ein Besuch beim Zahnarzt unausweichlich. Ich laufe durch den Strudel. Juhu! Lass bleiben. Kanönchen. Ihr findet den grünen Block hier, wo ich mich gerade drauf zubewege. Und dann müsst ihr nur noch nach unten. Oh yeah. Wie gesagt, da kann man sogar wirklich an den Stern drankommen. Ganz billig, indem man hinschwimmt mit aller Gewalt. Das geht wirklich, man glaubt es kaum, aber es geht. Und ja, ist aber sehr schwer. Weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch hinbekommen, aber das macht wirklich keinen Sinn. Geht einfach mit der Tarnkappe, mit der Metallkappe hin und Metal Mario regelt das für euch. Wunder, wunder, wunderschön. Ganz im Ernst. Zieht's mir glatt die Socken aus. Und dann noch Big Boos Burg. Dann können wir endlich weitergehen. Welt 6, die grüne Giftkröte. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, ob es dann Sinn macht, pro Welt ein... Also pro Part eine Welt zu machen, aber ich werde mein Bestes geben. In der grünen Giftkröte geht's einiges. Da geht die Luzi ab. Sagen wir es so. Was will er denn? So, ein letztes Mal hier einsteigen. Was schade ist. Wie gesagt, ist eine schöne Welt. Ist eine schöne Welt. Mario 64 DS gibt es ja hier auch irgendwie noch ein Gemälde, wo er dann letztendlich Luigi rettet. Macht Sinn. Mario 64... Jetzt kann ich nicht mehr reden. Mario 64 DS werde ich nicht mehr Let's Playen, kein zweites Mal, nein. Weil das Let's Play einfach gut genug ist von der Quali. Und weil ich lieber nochmal Mario 64 auf dem originalen N64 spielen würde als auf dem DS. Aber ich wollte es auch mal einmal Let's Play haben. Bestimmt auch Leute, die sagen, ich mag die DS-Version lieber. Weil, keine Ahnung, mehr Charaktere, sonst was, dies, das Ananas. Kann jeder seine eigene Meinung haben. So, ich fürchte, ich muss mir eine neue Kappe holen, weil ich mich hier anstelle wie ein abgelaufener Joghurt. Das kommt schon mal vor. Des Öfteren. Da. Schaut mich an, ich bin ein Geist! Geistreiche Erlebnisse. Was ist denn los hier? Irgendwas ist doch hier verhext. Mann. Ubdum. So. Ihr müsst nämlich mit der Tarnkappe, die ihr nur da unten bekommt, hier durch. Und das große Auge besiegen, weil das könnte ins Auge gehen. Nanu? Folgt man euch mit ihren Blicken? Bin ich nicht attraktiv genug für dich, oder was? Offensichtlich doch, ich habe ihn total den Kopf verdreht.
Oder hat er einfach nur mit den Augen gerollt? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das nimmt mich alles so mit. Aber wohin? Vielleicht in den nächsten Part. Schön, dass wir das alles unter einen Hut kriegen konnten. Sind wieder komplett und im nächsten Part wirklich die grüne Giftkräuter bis zum Abwinken. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Ja, Daumen hoch oder Daumen runter, Mario 64 wird immer bunter. Bis dann und ciao.